So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen mal wieder zum RSB-Tutorium am 4.11. Wir haben Aufgabenblatt 4 mittlerweile vor uns und freut mich, dass wieder so viele da sind. Ja, wir waren letzte Woche schon so ein bisschen bei Komplementen geblieben und da geht es heute dann auch so ein bisschen weiter. Die erste Aufgabe: Subtraktion mit Komplementen. Wir hatten letztes Mal uns ja nun mal angeguckt, wie werden Komplemente überhaupt gebildet. Und heute geht es eben darum, das mal anzuwenden, dass wir eben statt einer Subtraktion eine Addition mit Hilfe von Komplementen durchführen. Und da hat noch jemand sein Audio ein wenig offen, sein Mikro. Dankeschön. Genau, also wie immer, ihr dürft natürlich gerne, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, ergänzen, aber achtet darauf, dass euer Audio ansonsten gemutet ist. Aufgenommen wird weiterhin, wenn meine Einstellungen noch stimmen, genau, nur mein lokales Audio, euers nicht. Und deswegen können wir die Aufzeichnung nachher auch nochmal zur Verfügung stellen. Gut, Aufgabe 4.1, Subtraktion mit Komplementen. Wir gucken uns das mal mit einem anderen Beispiel an. Und zwar sagen wir mal, wir nehmen die Zahl 58 minus die Zahl 14. Beides Zahlen im Dezimalsystem. Und genau, wenn wir jetzt statt dieser einfachen Subtraktion eine Rechnung mit Komplementen machen wollen, wie würde das dann aussehen? Kann mir dazu jemand was sagen oder schreiben? Zuerst die Komplemente bilden. Genau, welche Komplemente bilden wir hier? Genau, von der zweiten Zahl das Komplement. Die zweite Zahl ist die, die wir abziehen wollen. Also quasi diese negative Zahl. Stattdessen wollen wir addieren. Ich sehe auch schon, genau, wir müssen zuerst das Neuner-Komplement bilden, aber das reicht uns natürlich nicht ganz. Wir sind im Dezimalsystem, das heißt, wir wollen das Zehner-Komplement, das Komplement von der Basis haben, wenn wir es addieren wollen. Dafür bilden wir aber erst das Neuner-Komplement und dann daraus das Zehner-Komplement. Ja, Komplementbildung hatten wir letztes Mal. Im Endeffekt ist es ja die erstmal die Invertierung. Also wir bilden erstmal das Neuner-Komplement. Die 1 wird zur 8, die 4 wird zur 5, 2 wird zur 7, 3 wird zur 6 und 0 wird zur 9. Das heißt, das 9er-Komplement von 14 ist die 85. Und dann fürs 10er-Komplement müssen wir einen auf der letzten Stelle dazu addieren. Normalerweise habe ich die Probleme mit dem Audio. Heute hat mal, ist das bei euch? Prüft bitte gerade noch mal, wer mit seinem Mikro. Dankeschön. Naja, so ist das mit der Technik. Ist doch auch mal schön, dass nicht nur ich Probleme damit habe. Wo war ich stehen geblieben? Bis 85, genau, wir waren auf 85. 10er Komplement ist plus 1. Das heißt, das ist dann 86 und statt 58 minus 14 addieren wir das Ganze. Das heißt, wir haben 58 plus 86 und jetzt kommt diese kleine schöne Kopfrechnung. Aha, das sind 100. Ja, was ist denn das eigentlich, ne? Auch da, man könnte es im Kopf rechnen. Immer wieder der Tipp: achtet, macht es Schritt für Schritt von hinten nach vorne. 8 plus 16, das ist 14, also der eine Übertrag. Den schreibe ich jetzt gerade mal nicht hin bei der kleinen Zahl. 5 plus 8 plus den einen Übertrag ist wieder eine 14. Also 4 und 1 im Übertrag, das heißt, das Ganze zusammen sind 144. Ja, und was sagt uns das Ganze jetzt? Erstmal noch nicht so viel, ne? Weil jetzt haben wir hier irgendwie was gemacht. Jetzt haben wir da so eine Zahl.
Was können wir daraus schließen, was wir hier haben? Ja, die 1 ist irgendwie zu viel. Genau, das ist nämlich genau der Punkt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Wenn wir. Kann da mal ein wenig die Ebene wechseln. Wenn ich jetzt hier sage, ich male mir mal hier die 1 hier weg, ne, dann habe ich 44. Und 58 minus 14, das kriegen wir vielleicht den Kopf noch hin, das ist ja 44. Das heißt, wir haben hier ja, einen Überlauf, kann man sagen, auf eine gewisse Art und Weise. Im Endeffekt haben wir hier eine 1 nach vorne über als Übertrag vor unserer vordersten Stelle. Wir haben mit zwei Stellen angefangen. Das ist für uns mal wieder so ein Hinweis, nämlich, dass in dem Fall wir das Ergebnis direkt in ein als positive Zahl stehen haben, nämlich die 44 hier. Passt zu dem, was wir hier oben haben. So, stellen wir uns natürlich die Frage, okay, wenn wir das als positive haben können, dann können wir das vielleicht auch andersrum als negative haben. Ja, natürlich. Wir können uns das Ganze nämlich mal umgekehrt anschauen. Wenn wir statt 58 minus 14 einfach mal rechnen, 14 minus 58, ja, dann wissen wir schon irgendwie ja ganz intuitiv, zweite Zahl ist größer, dann müssen wir irgendwie ins Negative kommen. Jetzt müssen wir das 9er-Komplement von das 9er-Komplement von der 58 bilden. Auch da einmal wieder umwandeln. 5 wird zur 4, 8 wird zur 1. Genau, einmal. Das heißt, wir haben eine 41 als 9er-Komplement und eine 42 als 10er-Komplement. Können die ganze Rechnung auch nochmal durch. Ne, was habt ihr gedacht? 42 natürlich hier als Ergebnis. Können das Ganze auch nochmal zusammenrechnen und. Ihr ahnt ja schon, was hier als nächstes bei rauskommen wird. Wir haben also 14 plus 42 ergibt 56 ohne irgendeine Art von Übertrag. Und die Tatsache, dass wir hier keine 1 haben, ist jetzt, also aus dem Ergebnis unserer Addition, ist für uns der Hinweis, dass unser Ergebnis eine Zahl ist, die die quasi nochmal in Komplement als negative Zahl steht. Und wir sie einmal nochmal wieder das Komplement bilden müssen, um rauszufinden, was eigentlich das Ergebnis ist. Das heißt, wir würden von unserer, natürlich jetzt einmal drüber gemalt, sorry. Da wollte ich einen Gasten hinsetzen. Wir würden unsere 56 nochmal wieder umwandeln. Das heißt, wir haben , 56 davon das 10er-Komplement von 56. Ist, na, wieder umwandeln, 5 wird zur 4, die 6 wird zur 3 plus 1 macht 4. Das heißt, wir würden 44 rauskriegen und wir hatten ja eben gesagt, dass wir hier keine 1, keinen Überlauf haben, ist unser Gegenpol, unser Gegenhinweis. Das heißt, das ist eine negative Zahl, die wir ja gerade umgewandelt haben, deswegen haben wir das gemacht. Unser Ergebnis ist minus 44. Überprüfen wir mal. 14 minus 58. Ne, wie war das nochmal? Kopfrechnen bis zur 0. 14 weg von 58 sind noch 44 über. Und das dann negativ. Minus 44, das erscheint sinnvoll. Ja, auch hier wieder immer ruhig gegenprüfen. Erscheint es irgendwie eigentlich sinnvoll, was wir als Ergebnis geschrieben haben.
Genau, das also, wenn wir im Dezimalsystem mit Komplementen rechnen. 9er, 10er Komplement bilden, wenn wir dann bei der Addition eine 1 haben, dann ist unser Ergebnis direkt positiv, was da steht. Fehlt uns diese 1 da im Überlauf, dann ist die Zahl eine negative Zahl in Komplementdarstellung, die wir nochmal mit dem 10er Komplement umwandeln müssen, um das eigentliche Ergebnis zu haben. Okay, was ist, wenn eine andere Ziffer im Überlauf steht? Naja, im Endeffekt geht es immer noch um das Gleiche. An sich, normalerweise kommt da eigentlich immer nur eine 1 da vorne hin. Solltest du schaffen, dass da eine 2 ist, würde immer noch das Gleiche vom Grundsatz her gelten. So, wir können das Ganze natürlich auch dual machen. Ne, das sollt ihr in der Hausaufgabe auch tun. Ihr sollt das im Dualsystem machen und im 2-Komplement mit 12 Stellen. Also da bitte auch wieder drauf achten. Hier ist mal wieder angegeben, mit wie vielen Stellen ihr arbeiten sollt. Ihr sollt auch bei den Dezimalstellen solltet ihr darauf achten, dass ihr mit 4 Stellen das Ganze macht. Das ist natürlich vor allem spannend bei 4.1b, wo ihr zwei dreistellige Zahlen habt, dass ihr da eben darauf achtet, mit 4 Stellen dann zu arbeiten. Dann eben mit Nullen vorher auffüllen nach vorn. So, jetzt aber dual das Ganze. Wir schnappen uns dafür dann unsere Zahl. Wir gucken uns an, was wäre das Ganze dual. Nochmal zur Wiederholung. Was hatten wir letztes Mal gesagt? Wie können wir eine Dezimalzahl in dual umwandeln? Welche Option haben wir da? Welche Verfahren gab es da? Die müssten jetzt sitzen. Ihr müsstet mindestens zwei aus dem Schlag sagen können. Zwei haben wir trainiert, drei gibt es noch. Okay, Divisionsrestverfahren, genau, das erste. Potenztabelle, das zweite. Richtig, genau. Was wir nicht geübt haben, weil das nicht in den Vorlesungen hier dran kam, war das Horner-Schema, auch das genannt, richtig. Damit haben wir die drei Verfahren zur Umwandlung. Gut, wir sparen uns das aus Zeitgründen ein bisschen. Wir haben die. Ach, wisst ihr, das mache ich mal, glaube ich, auf einer neuen Ebene. Das wird hier langsam ein bisschen voll. Also, wir haben die Zahl 14, das Ganze umgewandelt. Wäre die 1110 im Dualsystem, die Zahl 58, wäre die Zahl 111010 im Dualsystem. Jetzt merken wir irgendwie, wir haben ungleiche Breite. Wir sollten natürlich achten, dass die irgendwie die gleiche Länge haben, die gleiche Anzahl an Stellen. Das heißt, wir fügen hier zwei Nullen ein bei der ersten, dann haben wir sechs Stellen, mit denen wir gleich rechnen. Warum machen wir das mit dem Stellen einfügen? Das haben wir uns jetzt eben geschenkt bei 58 und 14, weil das schon nur zwei Stellen waren. Das ist einfach, damit wir direkt von Anfang an darauf achten, wenn wir eine Zahl invertieren, dass wir dann auch alles sauber invertieren und nicht dann irgendwie die Nullen vergessen, die dann beim Dezimalsystem zur 9 werden würden oder hier halt eben zur 1. Also deswegen gleich auf gleiche Breite auffüllen. Ja, das Ganze. Was wollten wir zuerst machen? 58 minus 14. Also brauchen wir zuerst das Zweierkomplement von 14. Da ist eben wichtig, dass wir jetzt alle Nullen haben. Dann können wir von vorne anfangen. Das wäre das 9er Komplement. Nee,
Dann 9er sage ich jetzt schon, das 1er Komplement, einmal nur die Zahlen invertiert, plus 1 auf der letzten Stelle, dann wird aus der 0 1 eine 1 0. Und dann können wir die 58 nehmen, können dazu die 14 addieren. Müssen dann einmal schauen, dass das hinhaut. Von hinten nach vorne 0. Wir haben eine, nee, das ist auch nochmal eine 0 mit dem Übertrag von 1. Sorry, da springt es wieder. So, dann haben wir 1 plus 0 wird zu einer 1. 1 plus 1 wird zu einem Übertrag von 1. Die 0 bleibt unten stehen. Dann haben wir 1 plus 1 plus Übertrag von 1 macht Übertrag 1 plus 1, die unten bleibt. Und Übertrag 1. Sorry, da sollte es nicht hin. Übertrag 1 bringt uns eine 1, die ganz vorne steht. Und wir sehen wieder genau wie eben das Gleiche. Deswegen raus ich da einmal so durch. Wir haben hier unsere 1 hier vorne stehen. Das heißt, unsere Zahl ist direkt positiv. Und das sollte, wenn wir das jetzt umwandeln, dann auch wieder die 44 ergeben. Und passt zu dem, was wir eben im Dezimalsystem hatten. Das gleiche können wir auch andersrum machen. 14 minus 58. Wir erwarten was? Wir erwarten eine negative Zahl, weil wir gesagt haben, minus 44 war das Ergebnis. Das 2er Komplement von 58 wäre dann, also was haben wir? 1, 1, 1, 0, 1, 0. Wir bilden das 1er Komplement. Dreimal die 0, 1, 0, 1, plus die 1 auf der letzten Stelle, um das 2er-Komplement zu haben. Und dann können wir, was hatte ich jetzt gesagt, 14 minus 58 sollte es sein. Also 14 plus das Komplement von 58. Das heißt, das war die 14. Das war die 58. Das Ganze zusammengerechnet. Einmal wieder von hinten die 0. Dann haben wir eine 1. Zu viel Getabber heute. So, dann haben wir auf der vorletzten Stelle zwei Einsen macht eine Übertrag 1 und eine 0, die stehen bleibt. Wir haben auf der Stelle davor zwei Einsen plus Übertrag 1, den wir da eben hatten. Das heißt, eine 1 bleibt stehen, wir haben Übertrag von 1, 1 plus 0 plus Übertrag 1 macht 0, die stehen bleibt und Übertrag 1 ungefähr da mittlerweile. So, da haben wir 0 plus 0 plus unser Übertrag von 1 bleibt stehen, erste Stelle 0 plus 0 ergibt 0. So, und wenn ich jetzt nicht, jetzt habe ich hier irgendwo eine Zahl zu viel reingehauen. Ach, ist das heute hervorragend. So, ne, wer hat jetzt mitverfolgt? Wo habe ich mich vertan? Letzte Stelle, die 0 ist richtig. Vorletzte Stelle bleibt 0, Übertrag 1 im Sinn. 2 Einsen plus den Übertrag 1 bleibt eine 1. Und wir haben einen Übertrag von 1. 1 und 0 und Übertrag 1 macht eine 0. Und ich habe hier 2 Einsen zu viel. Das war irgendwie 2 Einsen hintereinander getippt. Das ist nämlich der Übertrag von der Stelle davor, der einfach nur runterfällt. So, was haben wir jetzt? Wir sehen hier, ne, hier hatten wir eben diesen eine 1 zu viel ganz links. Hier fehlt sie uns. Das heißt, das ist wohl noch nicht das Ergebnis. Wir würden das Ganze umwandeln. Machen da nochmal wieder das Zweierkomplement. 1, 0, 1, 0, 1, 1 plus eine 1 auf der letzten Stelle. Dann wird das zu 1, 0, 0. Und dann könnten wir gucken, welches Ergebnis dahinter steckt. Und wenn wir uns das genau angucken, dann ist das das gleiche wie hier links. Nur halt, dass wir jetzt ja wissen, dass das eine negative Zahl war. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen rüber gerannt. Also Komplementbildung hoffentlich soweit klar. Hatten wir uns letztes Mal schon angeguckt und jetzt diese Rechnung,
Im Endeffekt, wenn wir eine Subtraktion haben, bilden wir stattdessen das Komplement, addieren da drauf und dann müsst ihr worauf gucken? Ihr müsst gucken, gibt es hier diese erste Stelle, wo was ist, wo wir so einen Überlauf haben vor die Anzahl der Stellen oder halt nicht. Haben wir da eine 1 davor, dann ist alles super, dann ist unser Ergebnis direkt eine positive Zahl, die wir hier unter dem Summenstrich haben. Haben wir diesen Überlauf nicht, dann steht unsere Zahl im Zweierkomplement-Schreibweise und ist eine negative Zahl. Wir müssen das Zweierkomplement bilden und ein Minus davor setzen, um zu wissen, welche Zahl das ist. Gut, das dann alles zu Aufgabe 4.1. Jetzt wird es ein wenig spannender. Jetzt kommen wir zu Aufgabe 4.2. So. Aufgabe 4.2. Wir haben da auch nochmal, dass es um die Umwandlung von negativen Zahlen geht. Und zwar wird hier gesagt, dass mit dem Divisionsrestverfahren, das in der Vorlesung für positive Zahlen entwickelt wurde, dann lässt sich auch die Zweierkomplementdarstellung einer negativen Zahl bestimmen, wenn man es entsprechend modifiziert. Natürlich spannend, was das jetzt heißt, wenn entsprechend modifiziert. Wir sollen zeigen, dass das so funktioniert und das Divisionsrestverfahren entsprechend anpassen. Okay. Wenn wir jetzt gar nicht wissen, wie wir mit so einer Aufgabe vorgehen, das ist erstmal so eine Aufgabe, der Textaufgabe, wir sollen irgendwas zeigen. Wenn wir nicht wissen, wie wir damit vorgehen, was machen wir dann eigentlich? Was können wir vielleicht machen? Oder habt ihr auch Ideen, wie wir vielleicht vorgehen können bei sowas? Aufgeben. Okay, ihr seid. Ach Gott, ja, ich liebe solche Antworten. Aufgeben, andere nach Hilfe fragen. Eieieiei. Was steht denn im Aufgabentext? Das können wir immer machen. Wir können immer in den Aufgabentext gucken. Aufgabe 4.2 immer noch sind wir. Umwandlung negativer Zahlen. Und vor allem der Punkt B. Na, also 4.2a, die Zweierkomplementdarstellung einer Zahl bestimmen. Das können wir herkömmlich relativ einfach machen. Na, die Zahl umwandeln. Und dann also in Dualumwandlung und dann in Zweierkomplementdarstellung. Aber wir sollen ja hier in B was anderes zeigen. Okay, die Frage, kann man vielleicht die Zahl als positive Zahl umwandeln und dann ein Minus davor setzen? Das wäre zumindest, genau, so kann man erstmal, man kann erstmal anfangen zu denken. Also das ist ja sowieso so eine Sache. In Übungsaufgaben gibt es immer mal auch Aufgaben, da sollt ihr ein bisschen auch vielleicht mal drüber nachdenken, die vielleicht ja auch mal ein bisschen schwieriger nachzudenken sind oder nicht so ganz eingängig. In Klausuren hat man das eher weniger, da soll das dann halt eben angewandt werden oder weiterentwickelt werden, was ihr schon wisst. So, wir können uns mal angucken, was können wir machen? Wir könnten die Zahl. Genau, was hatten wir? Wir haben so ein paar Vorschläge. Die Zahl, wir können die. Das ist der Text zu weit weg, sorry. Wir können die Zahl als positive Zahl umwandeln und ein Minus davor. Ja, also wir könnten theoretisch mal überlegen, was könnten, wenn wir hier die 56 nehmen, was kommt dabei vielleicht raus? Nee, nicht 56. 56 ist eure Hausaufgabe. Wir nehmen mal die 26. Das, hab ich selber fast ausgespielt. Also, wir wollen das mal mit der minus 26 ausprobieren und wir gucken uns einfach mal an, was passiert, wenn ich die 26, wenn ich das mit der positiven Zahl mache, 26 geteilt durch 2 ist 13, Rest 0. 13 geteilt durch 2 ist gleich
6 ist 1 und 6 geteilt durch 2 ist gleich 3. Rest 0. Ja, achtet bitte weiter darauf, dass ich in der Schnelle nicht irgendwo einen Fehler mache. 3 durch 2 ist gleich 1. Rest 1. Und 1 geteilt durch 2 wäre gleich 0. Rest 1. So, das Ganze, wir erinnern uns, von welcher. Divisionsrestverfahren. Nochmal zur Erinnerung, von wo lese ich jetzt ab? Von welcher Richtung? Von unten nach oben. Gut, das habt ihr euch schon gemerkt, das ist super. 1, 1, 0, 1, 0 ist also erstmal, wenn wir 26 umwandeln. Ja, das hilft uns. Ja, hilft uns das? Jetzt können wir mal überlegen. So, was war jetzt die Idee? Die Zahl positiv, Minus davor setzen. Dann haben wir ein Minus davor stehen, aber damit haben wir keine Zahl in Zweierkomplementdarstellung. Idee gut, funktioniert noch nicht so ganz. Nehmen wir das Minus mal weg. So, dann war Vorschlag, vielleicht die Reste zu nehmen. Wir können hier mit den Resten gucken. Oder wir bilden erstmal Komplement. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ne? Genau, vielleicht sollten wir, wenn wir so eine Aufgabe haben, uns eigentlich mal schauen, was ist eigentlich das Ergebnis, was rauskommen soll. Deswegen habt ihr natürlich in der Hausaufgabe auch Teil A. Wenn das aber nicht explizit gegeben ist, lohnt es sich eben manchmal auch zu gucken, was muss es denn eigentlich sein? So, wenn wir wissen, 26 positiv in Dual ist 11010. Und wir würden das als negative Zahl in Zweierkomplementdarstellung haben, dann würde es bedeuten, wir würden das von unserem jetzigen Ergebnis hier das Zweierkomplement bilden. Das wäre dann. Genau, das wäre das einer 00101 plus einer 1, 1, 0. Und damit es nicht zu einfach wird, oder vielleicht einfacher, wer weiß, sagen wir mal, wir machen mal eine 6-Bit-Zahl. Nee, eine 7-Bit-Zahl. Das heißt, wir wollen am Ende 7-Bit haben in dem Ganzen. Würden also als Ergebnis die 0 davor setzen, die dann invertieren zu einer 1. Okay, jetzt wissen wir, was unser Ergebnis eigentlich lauten muss, wenn wir eine direkte Rechnung nach dem Divisionsrestverfahren haben. Haben wollen jedenfalls. Was könnte man jetzt vielleicht machen, wenn man das mit Divisionsrestverfahren auch direkt berechnen können will? Ja, also das hier ist unser Ziel. Auf diese Sache wollen wir direkt kommen. Wie würdet ihr vielleicht das aufschreiben? Habt ihr einen Vorschlag, wie wir jetzt im Divisionsrestverfahren eine erste Zeile schreiben können, wie wir anfangen, aus unserer minus 26 zu rechnen, um dann auf diesen Wert hier unten zu kommen. Was könnten wir vielleicht für eine Zeile hier schreiben? Wie könnte unsere erste Divisionsrestverfahrenszeile aussehen? Nicht zu kompliziert denken. Aha. Ja, wir könnten doch einfach sagen, hey, machen wir mal minus 26 durch 2. Weil wir sollen ja Divisionsrestverfahren machen. Okay, sind das, okay, die Zwischenfrage, ihr habt natürlich recht, sind das nicht 6 Bits? Ja, ich kann nicht mehr zählen heute. Bitte um Entschuldigung, war ein langer Arbeitstag. Ich wollte trotzdem auf das Ergebnis. Im Endeffekt ist egal, ich könnte auch noch was davor setzen, aber das macht jetzt auch keinen Unterschied nach vorne. Danke fürs Aufpassen.
Minus 26 durch 2. Also genau, wir können im Endeffekt jetzt gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir, wenn wir das Ganze irgendwie durchrechnen. Und dann fangen wir an. Minus 26 durch 2. Das ist dann 13. Nee, minus 13, das ist noch gut. Denn minus 13 mal 2 ist gleich 26 und das Ganze ohne Rest. Oh, das ist ja erstmal, ich habe das mal kürzer, eher 0. Erstmal soweit schick. Können wir ja mal weitermachen. Was kommt da dann raus? Minus 13 geteilt durch 2 ist. Das ist jetzt. Ist ja jetzt ungünstig. Das ist ja nicht mehr gerade. Da ist jetzt irgendwas mit Resten. Wie kann ich das denn mit Resten jetzt aufschreiben? Okay, ja, ich könnte jetzt sagen, minus 6 Rest 1. Kurzer Gegencheck. 2 mal minus 6 ist minus 12 plus 1. Nee, irgendwas haut da nicht hin. Moment, das haut nicht hin, ne? Da fehlt uns was in die falsche Richtung. Eigentlich ist unser Rest gerade minus 1. Das ist ja hässlich. Haben wir vielleicht eine andere Idee, was wir machen können? Weil wenn wir jetzt hier irgendwie Minusreste haben. Ah, ja, wir können vielleicht auch einfach sagen, hey, wir wollen ja keine Minusreste haben, sondern damit irgendwie hier schön ohne irgendwelche Minusse was rauskommt. Genau, dann können wir überlegen, das ist doof alles. Das machen wir nochmal irgendwie. Das machen wir besser. Was können wir auch sagen? Wir können sagen, wir gucken uns die nächstgrößere Zahl an. Minus 7. Minus 7 mal 2 ist minus 14. Okay, das ist einer zu weit. Also muss dazu noch plus 1 kommen, damit wir einen weniger negativ sind. Das heißt, jetzt haben wir einen Rest von 1. Oh, das ist ja besser. Jetzt haben wir nämlich einen positiven Rest. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert, wenn wir das Ganze weitermachen. Minus 7 geteilt durch 2 gleich. Was machen wir da jetzt raus? Genau, minus 4. Ne, weil jetzt müssen wir auf 8 kommen, höher. Weil wenn wir minus 3 nehmen würden, hätten wir wieder das Problem mit einem negativen Rest. Also ich habe noch keinen Knoten im Kopf. Minus 4 geteilt durch 2 ist gleich. Das ist mal einfach. Minus 2 Rest 0. Minus 2 durch 2 ist gleich. Ja. Wo sind wir da? Da sind wir bei minus 1, Rest 0. Minus 1 geteilt durch 2. Ne, eben hier war noch 2 mal minus 1 ist minus 2. Irgendwas mal 2 auf minus 1. Naja, wir können halt wieder sagen, genau, einmal. Oh, das ist natürlich eine minus 1, sorry. Minus 1 mal 2. Dann haben wir minus 2. Und einen Rest von 1, damit wir wieder auf minus 1 kommen. Jetzt haben wir irgendwie. Seht ihr, was wir für ein Problem gerade haben? Wer erkennt es schon? Wer sieht, wo wir ein Problem haben? Das wird nicht enden. Genau. Also, weil jetzt haben wir hier minus 1. Jetzt machen wir die gleiche Zeile nochmal. Minus 1 geteilt durch 2 gleich minus 1 Rest 1. Minus 1 geteilt durch 2 gleich minus 1 Rest 1. Das kann ich hier noch beliebig weit nach unten ausdehnen. Aber ist das nötig?
Wir haben uns vorhin ja angeguckt, was soll eigentlich unser Ergebnis sein? Ergebnis soll das hier. Ja, genau. Wir stellen jetzt irgendwie fest, hey, das ist ja irgendwie genau schon unsere Zahl. Ist das nicht schick? Das heißt, ihr müsst an der Stelle, damit das Verfahren funktionieren kann, nicht nur, dass wir eben anpassen mussten, wie wir die Restberechnung machen. Ne? Das müsst ihr natürlich schön aufschreiben, was genau da jetzt der Unterschied ist hier, wie wir die Restberechnung machen und das Ergebnis, was wir hinschreiben, im Gegensatz zu dem anderen. Nicht nur, dass wir das machen, sondern auch, wir müssen irgendwie hier definieren, wo wir aufhören mit der Rechnung, damit wir die richtige Zahl haben. Aber dann funktioniert das. Ja, super, habt ihr gut gemacht. Dann können wir ja schon weitergehen. Und zwar. Haben wir Gleitkommazahlen? So, die Aufgabe sagt, wir sollen in 4.3 Gleitkommazahlen angeben im Gleitkomma-Darstellung mit einfacher Genauigkeit gemäß IEEE 754. Also, wenn ihr in RSB von IEEE irgendwas hört, dann ist es meistens IEEE 754. Das IEEE ist jetzt nicht so wichtig. Es geht halt darum, dass es ein internationaler Standard ist. Und es ist eben der Standard IEEE 754. Den gibt es mit einfacher Genauigkeit und den gibt es mit doppelter Genauigkeit. Wir sollen das mit einfacher Genauigkeit hier machen. Ja, genau, wie gesagt, meistens IEEE, irgendwas ist dann schon der Hinweis in RSB. Ach, dort, das geht wieder um Gleitkommazahlen. Gut, vielleicht sollten wir uns dann als erstes angucken, wie sieht so eine Gleitkommazahl dann eigentlich aus? Da einer von euch eine Idee, sich das vielleicht angeguckt oder erinnert das aus der Vorlesung, wie eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 aussieht. Okay, wir haben eine Basis und einen Exponenten, richtig. Genau, die werden getrennt repräsentiert. Auch das ist richtig. Und wir haben was, das sich Matrize nennt. Genau, auch 32-Bit stimmt auch. Genau, wir sind bei einfacher Genauigkeit, das ist eben 32-Bit. Doppelte Genauigkeit wäre 64-Bit. Das kann man sich mal so ein bisschen im Hinterkopf merken. Ah, genau, und dann, wir haben drei Bestandteile, ein Bit fürs Vorzeichen ist die Reihenfolge, dann 8-Bit der Exponent und 23-Bit für die Basis, naja, also für die Mantisse, ne? Genau, was wissen wir noch über den Exponenten in IEEE 754? Also nicht nur, dass es 8-Bit sind hier. Da gibt es so einen Begriff, den hatten wir auch auf dem letzten Zettel, meine ich. Doch, ich glaube, letzte Aufgabe, letzter Zettel, da kam das schon mal drin vor. Der ist nämlich nicht einfach nur so geschrieben, wie er dasteht, sondern in einem bestimmten Format, der Exponent. Sonst helfe ich euch. Der steht nämlich in unserer wunderschönen Access-127 Darstellung. Ne, ihr erinnert euch noch, da war sowas mit Abziehen und ähnlichem. Gut, und zuletzt 23-Bit für die Mantisse. Und auch die steht in einer bestimmten Art und Weise.
Da gibt es auch noch einen Begriff für. Fängt mit N an. Erinnert ihr euch an das Wort normalisierte Darstellung? Wenn nicht, auch gut, dann lernen wir das heute oder wiederholen das heute. Also, die Mantisse steht in normalisierter Darstellung. Wenn man sich das Ganze mal komplett anschaut, dann heißt das, wir haben ein Bit für fürs Vorzeichen. Dann haben wir den Exponenten mit 8 Bit und 23 Bit für die Mantisse. Glaube ich schon zu viel. Okay. Das müssen jetzt 23 sein. Das ist auch die Form, wie man das dann normalerweise aufschreibt, wenn wir jetzt in Übungsaufgaben das machen. Das heißt, in Klammern und mit diesem, das heißt eigentlich Pipe, diesen Längsstrich von oben nach unten. Ne, wenn ihr den sucht, meistens mit Alt groß und dann bei den Links-Rechts-Pfeiltasten. Und genau, ja, was mit Mantisse und allem ist, wir gucken das gleich uns mal an. Wir gehen Schritt für Schritt durch mit einer Zahl, schauen uns alles an, wo eigentlich welche Bestandteile herkommen. Dann sollte die Frage hoffentlich auch geklärt sein. Genau, wie gesagt, das erstmal die Schreibweise. Wenn man das im Rechner irgendwie repräsentiert hat in diesem Zahlenformat, dann ist es natürlich so, dass wir dann nur die Inhalte haben, die Striche rausfallen. Ne? Das ist hoffentlich klar. Dann stehen da einfach nur insgesamt 32 Bit am Stück im Speicher. Ja, wir können uns mal angucken mit einem Beispiel. Wir nehmen mal die Dezimalzahl 10. Ich weiß, in der Hausaufgabe habt ihr schon Dualzahlen gegeben, aber wir nehmen hier das mal mit der Dezimalzahl 10. Denn dann können wir Schritt für Schritt das auch durchgehen, wie es denn wäre, wenn ihr von einer Dezimalzahl das Ganze starten sollt. Okay. Hat einer eine Idee oder mittlerweile nachgeguckt oder sich erinnert, was der erste Schritt ist, wenn wir von einer gegebenen Dezimalzahl kommen wollen in eine Gleitkommazahl nach IEEE 754 in einfacher Genauigkeit. Ja, in eine Dualzahl umwandeln. Genau, das ist die erste Hälfte vom ersten Schritt. Aber in eine Dualzahl in bestimmter Form. Genau, normalisieren. Also als erstes umwandeln in Dualzahl in normalisierter Darstellung. Haben wir bereits eine Dualzahl vorliegen? Dann können wir das umwandeln und sparen, müssen aber trotzdem darauf achten, dass das Ganze in normalisierter Form vorliegt. Was bedeutet das für uns? Wir nehmen unsere Zahl 10 im Dezimalsystem, wandeln das um ins Dualsystem. Das ist noch einfach. Das ist 1010. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir das in normalisierte Form kriegen. Und genau, da kam auch schon im Chat der Hinweis, dass es irgendwie 1 Komma und dann der Rest. Genau, also normalisierte Darstellung heißt, es gibt vor dem Komma nur eine einzige von 0 verschiedene Zahl. Heißt, theoretisch kann ich auch, keine Ahnung, wenn ich hier so eine wunderbar schöne lange Zahl hätte, die im Dezimalsystem wäre, selbst die könnte ich in eine normalisierte Form bringen, rein formal. Das würde nämlich es heißen, die erste vom Komma verschiedene
Die erste Zahl, es gibt nur vor dem Komma nur eine von null verschiedene Zahl. Das heißt, das Komma müsste hier in dem Fall hinter der 8 sein. Und damit ich trotzdem den gleichen Wert behalte, muss ich natürlich da noch was machen. Für unsere Zahl heißt also 1010. Das heißt, ich will 1,010 haben, muss aber den Wert gleich behalten. Was bedeutet das jetzt, den Wert gleich behalten? Also der Wert der Zahl darf sich nicht verändern. Wenn ich jetzt aber das Komma verschiebe, muss ich auf was achten. Ah, genau, ich muss noch dann entsprechend den Exponenten dann dazu ersetzen. Also ich habe jetzt das Komma. In dem Fall, das war ja hier, hinter der 0 habe ich um 1, 2, 3 Stellen nach links verschoben. Wenn ich das Komma nach links verschiebe, dann wird mein Exponent größer. Dem Fall um 3. Vorher war mein Exponent mal, ne, was hatte ich hier? 1, 0, 1, 0 mal 1, also mal 2 hoch 0. 3 nach links verschoben, das heißt Exponent 3 größer, 2 hoch 3. Vorsichtig, es hat nichts mit der Anzahl der Nachkommastellen zu tun, denn ich könnte ja auch, ich habe ja hier oben meine Zahl übrigens hier, ne, das wäre dann mal 10 hoch, wie viele Stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 10 hoch 6 wäre das hier. Ja, bei dem Beispiel. Vorsichtig, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich nicht mit 1, 0, 1, 0 anfange, sondern irgendwie zum Beispiel ja so eine Zahl habe, wo ich schon drei Nachkommastellen habe und damit anfange und trotzdem normalisieren muss. Machen wir das der Einfachheit halber mal so: 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Wenn ich jetzt trotzdem normalisiere, würde ich das Komma 3 nach links schieben. Und dann hätte ich 6 Nachkommastellen, wäre trotzdem aber mal 2 hoch 3, weil mein Exponent mal 2 hoch 3, also 3 größer geworden ist, wenn er vorher 2 hoch 0 war. Habe ich jetzt allerdings eine Zahl vorliegen, wo es vorher schon heißt, mal 2 hoch 2 zum Beispiel zum Start und ich verschiebe mein Komma nach links, dann muss mein Exponent 3 höher werden. Was wäre dann der neue Exponent hier? Wenn ich jetzt diese Zahl gegeben habe und sie normalisieren würde? Genau. Okay, dann scheint ihr das auch verstanden zu haben. Dann wäre mein Exponent nämlich 2 hoch 5 an der Stelle. Gut, das nur mal so kleiner Nebenschauplatz. Das einmal weg. Das hat nichts mit der Aufgabe direkt zu tun. Das auch. Also, wir normalisieren. Haben das Ganze dann auf mal 2 hoch 3. Gut, dann, was machen wir dann, wenn wir normalisiert haben? Irgendeine Idee, was wir als nächsten Schritt da irgendwie noch machen müssen, machen können? Ja, genau. Also, ich würde auch sagen, als nächstes, zweiter Schritt, den Exponenten ausrechnen. Und da zwischendurch noch eine Rückfrage kam, vielleicht habe ich da jemanden abgehängt. Nochmal Achtung, es gibt hier, ich habe hier mit verschiedenen Zahlen so ein bisschen hin und her gebastelt. Also, die. Ich kann hier die 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 haben, direkt als Zahl. Dann wäre das normalisiert. 1,0, 1, 0, 1, 1, 0 mal 2 hoch 3. Weil ich vorher quasi hier einmal 2 hoch 0 implizit stehen hatte. Ne? Was ich hier links allerdings habe, war jetzt das Beispiel, wie ist das, wenn ich schon mal einen Exponenten dazu habe, weil vielleicht diese Zahl schon mit dem Exponenten mal 2 hoch 2 versehen ist. Dann
Dann würde ich halt beim Komma verschieben bei der Normalisierung eben auf den Exponenten dazusetzen. Ich kann mal gucken. 0, 1, 0, 1, 1, 0 mal 2 hoch 5. Das war, weil ich jetzt zwei Beispiele nacheinander gemacht habe. So, wir waren jetzt beim Exponenten umwandeln. Genau, wir müssen das Ganze in binär haben. Wir müssen plus 127 rechnen bei dem Ganzen. Am einfachsten, damit wir an ein paar Stellen weniger Fehler machen, machen wir das direkt schon in Dualschreibweise. Also unser Exponent ist 2 hoch 3. Binär ist das dann die 1, 1. Ich mache das gleich in 8-Bit-Schreibweise. Warum mache ich hier so viel 8-Bit? Ja, okay, die Schreibweise in der Gleitkommazahl, naja, fast, ne? Der Exponent ist 8-Bit lang, genau, also weil das hier so vorgegeben ist. Dann achte ich auch darauf, dass ich das gleich sauber mache. Also, das hier ist mein Exponent, den hatte ich ja eben hier nach der Normalisierung ausgerechnet, deswegen auch darauf achten, erst normalisieren, dann den Exponenten umwandeln, sonst ist das falsch. Und dann muss ich tatsächlich meinen Offset hier drauf addieren, also die 127. Auch hier nochmal zur Erinnerung, denkt daran, wenn ihr Access, wenn ihr eine, nicht Access, sondern wenn ihr 128, also sowas, was habt, nee, 127 habt, ist fast 128, das heißt, wären das irgendwie bei 8 Bits das vorderste Bit, das heißt, einer weniger ist das vorderste 0, die anderen sind alle 1. So, dann habe ich meine 127. Das Ganze addiere ich und ich kriege dann raus, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich gebe mal das Ergebnis direkt hier rein, folgende lange Zahl. 1, 5 Nullen. 1, 0. Das ist mein Exponent, den wir jetzt ausgerechnet haben. Und ja, was können wir dann als nächstes machen? Sind schon mal ganz gut vorangekommen. Exponenten haben wir jetzt. Okay, jetzt müssen wir rausfinden, genau, was ist jetzt eigentlich mit dieser Mantisse? 23-Bit-Mantisse. Das ist so ein Punkt. Und, ob die Zahl negativ ist. Oh, das ist auch ein guter Punkt. Okay. Gucken wir erstmal, was mit der Mantisse eigentlich ist. Also, was wissen wir? Mantisse. Mantisse ist 23-Bit in normalisierter Darstellung. Also, wir haben unsere Zahl ja hier normalisiert, die 1,010. Und die Mantisse ist jetzt alles, was hinter dem Komma ist, plus gegebenenfalls dann halt noch aufgefüllt mit Nullen. Zur Mantisse, ne, wir kommen dann hier auf 23 Bit. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, Moment. Wir wollen in der Mantisse, wir schreiben alles hinterm Komma. Warum schreiben wir eigentlich hier diese 1 vorm Komma nicht? Warum müssen wir die irgendwie bei der Mantisse nicht mitschreiben? Weil die per Definition 1 ist. Genau richtig. Also, weil wir wissen, wenn wir eine Zahl haben, nach IEEE 754 Darstellung im Gleitkomma-Format,
dann ist das, liegt die Zahl in normalisierter Form vor. In normalisierter Form haben wir immer eine 1 vorm Komma und dann sparen wir uns, dass wir das Zeug gar nicht mitschreiben. Und dadurch sparen wir uns ein Bit und können tatsächlich ein Bit mehr für irgendwelche Nachkommastellen oder einfach nur für Längen von Zahlen verbrauchen, und können einfach damit mehr, ja, können 23 Bit, dann da verwenden, statt sonst vielleicht eben nur 22 Bit. Also zumindest für effektive Zahlen, Informationsweitergabe. Okay, das heißt, wir wissen, hier haben wir die Mantisse. Die kann eventuell eben auch länger sein als das, was wir sehen. Wir sehen aber den Anfang der Mantisse. Wir haben unseren Exponenten. Und dann kam eben noch der Hinweis, wir sollten vielleicht auch gucken, wie ist das eigentlich mit. Wie ist das eigentlich mit dem Vorzeichen? Genau, das hätten wir eigentlich irgendwie so noch davor machen können, haben wir jetzt nicht. Dann gucken wir nochmal, brauchen wir auf jeden Fall. Unser Vorzeichen ist. Ja, was sagt unser Vorzeichen? Unsere Dezimalzahl ist 10. Genau, dann ist das Vorzeichen 0, weil wir eine positive Zahl vorliegen haben. Hätten wir jetzt eine negative Zahl, dann wäre das Vorzeichen gesetzt und dann müssten wir entsprechend auch das Vorzeichen als 1 dann schreiben. Hier aber eben 0 und insofern wäre der nächste Schritt jetzt was? Was würdet ihr als nächstes machen? Genau, also zusammenführen, im Endeffekt, wir haben jetzt ja alles, ne? Wir wissen jetzt, ein Bit für ein Vorzeichen, wir haben unseren Exponenten berechnet in Exzess 127 Darstellung und wir haben uns angeguckt, was ist eigentlich die Mantisse in normalisierter Form. Das heißt, dritter Schritt, alles in IEEE 754 Schreibweise. Was würde ich dann jetzt machen? Wie würde ich da anfangen? Okay, ich sehe schon, genau. Das erste ist das Vorzeichen, das ist die 0. Dann denkt daran, dass wir hier wenn wir uns das eben zur Übung und allem betrachten, auch in der formalisierten Form aufschreiben. Das heißt, wir haben den Trennstrich. Dann kommt der Exponent, den wir ausgerechnet hatten hier. Das ist die 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Schön immer nach den 4 Bits eine Leerstelle rein, dass man das noch ein bisschen leserlich hält. Und als letztes die Mantisse. Ja, wie sieht jetzt die Mantisse aus? Was schreibe ich denn da jetzt hin? Die 23 Bit für die Mantisse. Okay, 0, 1, 0, 0 und dann ganz viel 0. Genau. Wenn ich das vollständig angeben soll, so wie in 4, 3, dann muss ich hier halt eben einmal gucken, wie viele Nullen brauche ich dafür. Deswegen auch hier am besten wieder die Viererblöcke. Ja, das müssten jetzt 20 sein und dann müssten wir jetzt hier bei den 23 sein. Okay, und jetzt kommt die Frage nochmal, warum 010? Kann das einer von euch beantworten? Warum fange ich mit 010 an?
Genau, also wir hatten ja hier geguckt, wir haben unsere Zahlen normalisiert. Die 1 vorm Komma, die lassen wir weg, weil immer 1 vorm Komma steht. Das sparen wir uns. Wir müssen da, also nach der Normalisierung jedenfalls, und dann müssen wir nur noch die Nachkommastellen schreiben und dann auffüllen. Das heißt, diese 0, 1, 0, unser Nachkommaanteil sind diese 3 Bits und danach füllen wir nur noch mit Nullen auf. Gut, dann sollten wir das auch hinkriegen. Genau, hier schreiben wir halt relativ viele Nullen. Und in Aufgabe 4.4, nur schon mal, dass wir das ja gleich nicht vergessen oder uns wundern. Also in Aufgabe 4.4 ist angegeben, dass zur besseren Lesbarkeit nur die ersten 8 Bit der Mantisse, man glaube ich 8 Bit, ne? Die ersten, ja, 8 Bit der Mantisse angegeben sind. Da würde man hier nur die ersten 8 Bit schreiben und würde zur besseren Lesbarkeit das hier hinten weglassen. Das ist dann da nur gemacht, weil man weiß, dass das eh schon alles irgendwie 0 ist. So. Genau, dann kam zwischendurch nochmal die Frage mit der Exponentenrechnung. Also es ist jetzt hier eben so, dass wir für die Exponentenberechnung im Gleitkommaformat, dass wir hier die plus 127, auch das mal hier etwas deutlicher, plus 127 rechnen. Gut, wir haben. Ich gucke gerade noch mal kurz, ob wir noch mal ein zweites Beispiel rechnen oder lieber die Zeit anders nutzen. Ja, ich glaube, ich würde sagen, wir gucken dann gleich, dass wir weitergehen mit 4.4. Ich will nur eine Frage vielleicht noch stellen, das ist für die Hausaufgabe natürlich relevant. Wenn wir die Zahl haben, die zum Beispiel 0, irgendwie sowas ist, was passiert dann hier bei der Normalisierung? Wenn wir eine Zahl haben, 0,00000101010100. Wenn ich eine derartige Zahl normalisiere, was passiert dann bei der Normalisierung? Worauf muss ich dann achten? Okay, ja, also ich habe hier ganz viele Nullen erstmal vorne, die eigentlich dann nachher komischerweise irgendwie vielleicht wegfallen werden. Genau, auch hier Normalisierung bedeutet, ich sorge dafür, ich verschiebe, dass das Ganze eine 1 vorm Komma hat. Das heißt, ich würde hierhin das Komma verschieben, habe dann 1,010100. Und auch das richtig, der Exponent, der wird dann negativ. Denn wenn ich das Komma nach rechts verschiebe, dann wird der Exponent kleiner an der Stelle. Ne, ich bin angefangen. Wenn man nicht selber so ein bisschen jetzt irgendwie gucken kann, rechnen kann an der Stelle, am einfachsten ist dann zu sagen, okay, das ist ja hier ohne weitere Angabe mal 2 hoch 0, dann ist es einer weniger, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, da ist mein Komma, dann habe ich jetzt den Exponenten 2 hoch minus 6. Genau, also darauf bitte darauf achten bei der Hausaufgabe, in welche Richtung ihr das Komma verschiebt bei 4,3.
Ansonsten gab es nochmal die Nachfrage mit der Berechnung. Ne? Genau, wir sollen das Ganze in Access 127 Darstellung kriegen. Das heißt, wir müssen da für das Reinberechnen plus 127 rechnen. Wenn wir das Ganze wieder zurückrechnen wollen würden, müssten wir Minus nehmen. Und nochmal die Nachfrage, wie wussten wir jetzt, dass das Vorzeichen 0 ist? Ne? Wir gucken uns unsere Zahl an, mit der wir starten. Unsere Dezimalzahl 0. Dezimalzahl 10. Wir haben mit der Zahl 10 angefangen. 10 ist eine positive Zahl, Vorzeichen ist 0. Hätten wir die Zahl minus 10 genommen, dann wäre das Vorzeichen 1 gewesen, weil wir dann eben eine negative Zahl haben, mit der wir anfangen. Und dann müssen wir das Vorzeichen-Bit setzen, so kann man sich das vielleicht auch merken. Wenn es minus ist, dann setzen wir das Vorzeichen-Bit auf 1. Okay, jetzt haben wir uns so viel angeguckt, die Zahlen. Als nächstes gehen wir dann dazu über, dass wir dann ein wenig Berechnungen durchführen. Zwar fangen wir an mit Nehmen wir eine hübsche, einfache Addition. Wir haben zwei Gleitkommazahlen gemäß der IEEE 754-Darstellung. Wir haben eben ja schon geguckt, wie ist die Schreibweise. Also wir haben ein Bit für das Vorzeichen. Wir haben 8 Bits für den Exponenten und danach kommen Bits für die Mantisse. Für die Übungsaufgabe machen wir das jetzt mal, dass wir nur 4 Bit für die Mantisse angeben und wissen halt, alles dahinter wäre dann 0. So, jetzt habe ich euch das natürlich schon einfach gemacht, habe das da auch schon mal hintergeschrieben. Welche Zahl ist das eigentlich, die wir da haben? Guck mal. So, jetzt sieht es auch besser aus. Irgendwie hat er das komisch geschoben. Die Zahlendarstellung, die Zahl A, die wir hier hätten, wir hätten 0, wäre also positiv. Ich habe das hier mal explizit geschrieben, dass wir eine positive Zahl haben. Dann haben wir den Exponenten 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Jetzt dran denken, dass das in Access 127 Darstellung schon ist. Und jetzt kommt genau das, was eben schon gesagt wurde. Müssten wir da nicht abziehen? Genau hier müssten wir jetzt abziehen. Das heißt, wir würden nämlich gucken, diese Zahl, diese Dualzahl entspricht der Dezimalzahl 131 minus 127, um zum Exponenten zu kommen. Das heißt, wir hätten jetzt den Exponenten 4. Und im unteren Beispiel bei Zahl B ist das dann die 130 minus 127. Das heißt, eigentlich ist das Exponent 3. So, und dann haben wir als letztes den Teil der Mantisse. Der ist ja, wie wir wissen, das, was wir hinterm Komma finden. Das heißt, wir haben das Vorzeichen hingeschrieben. Plus, dann 1 Komma haben wir immer, weil das in normalisierter Darstellung ist. Und hinterm Komma sind dann unsere Bits aus der Mantisse. Mal 2 hoch Exponent. Der Exponent Berechnung durch den Exponent in 100, Access 127 Darstellung minus 127. Das heißt, diese Darstellung entspricht im Endeffekt grob dieser Zahl. Wieso sage ich jetzt grob? Naja, es ist jetzt ein bisschen eine Mischung aus Dual- und Dezimaldarstellung. Wenn wir jetzt damit rechnen wollen, dann müssen wir gucken, je nachdem, ob wir eine Addition machen, eine Subtraktion oder eine Multiplikation, müssen wir unterschiedliche Sachen beachten. Wir fangen an mit einer Addition. Was müssen wir bei Gleitkommazahl-Addition machen? Kann mir schon wer was sagen?
Okay, genau, wir haben hier Dinge, wir müssen irgendwie mit den Exponenten was machen. Genau, meine Frage war halt, wenn wir jetzt eine Addition machen wollen, wir haben die beiden Zahlen a und b, die ja in 100, die in, nein, nicht 100, in IEEE 754 Darstellung sind, ohne Umwandlung in das Dezimalsystem, da müssen wir immer aufpassen, wie wir dann vorgehen. Also, wir müssen einmal gucken, wie sieht das mit den Exponenten aus. Die müssen wir angleichen, wenn wir eine Addition machen wollen. Also wir müssen gucken, dass für die Zahlen der Exponent gleich ist, damit wir sauber addieren können. Das heißt, erster Schritt, Exponenten angleichen. Ja, wir können uns gucken, in welche Richtung, können uns angucken, in welche Richtung wir das addieren. Wir sehen, die zweite Zahl hat den kleineren Exponenten als die erste Zahl. Und normalerweise ist es dann eben sinnvoll, dass man zur größeren Zahl das anpasst. Das heißt, unser Exponent oder unsere Zahl sollten wir jetzt den Exponenten um 1 erhöhen. Was passiert mit dem Komma, wenn ich den Exponenten um 1 erhöhe? Exponent ein größer. Wohin wandert das Komma dann? Weil die Zahl muss ja, der Wert der Zahl darf sich nicht verändern. Wenn ich irgendwie das Komma verschiebe oder Exponenten ändere, der Wert der Zahl muss gleich bleiben. Was passiert jetzt also? Ich mache den Exponenten ein größer. Wohin geht das Komma? Okay, genau. Das Komma wandert dann um einen nach links. Das heißt, ich habe jetzt, ich hatte ja hier 1,01, nee, Entschuldigung, hier 1,0000b. Das heißt 0,10000 mal 2 hoch. Und jetzt ist mein Exponent in der Darstellung von diesem Exponenten ein größer geworden. Und entspricht dem gleichen Exponenten wie bei a. So, und ja, ich könnte jetzt hier auch 2 hoch 4 schreiben. Warum tue ich das nicht? Weil ich möglichst nicht umwandeln soll. Ich soll Umwandlung ins Dezimalsystem vermeiden, um eben hier auch zu üben, wie das dann geht, im Dualsystem mich zurechtzufinden. Okay, die Exponenten sind gleich. Was darf ich dann als nächstes machen? Immer noch dran denken. Ich will am Ende auf das Ergebnis kommen, dass ich hier meine beiden Zahlen addiert habe. Genau, ich habe jetzt, wenn ich die Exponenten angeglichen habe, dann darf ich auch die Mantissen addieren. Das ist dann der nächste Schritt. Ich nehme meine Mantissen. Die erste Mantisse ist 1,0100. Die zweite Mantisse ist 0,100. Vier Nullen sind dahinter. Oh, dann sollte ich am Ende eine 1,11 rausbekommen als Ergebnis mit nochmal drei Nullen dahinter. Was wir jetzt natürlich haben, jetzt sehen wir irgendwie, unsere Zahlen sind relativ lang geworden. Na gut. Im Endeffekt, wie viel Nachkommastellen brauchen wir? Genau, wir brauchen 4, weil wir gesagt haben, dass zur besseren Sichtbarkeit oder Lesbarkeit für unsere Übungsaufgabe jetzt, die wir jetzt gerade machen, nur 4 Bit angegeben werden. Denkt dran, in der Hausaufgabe 8 Bit. Das heißt 1, 2, 3, 4. Die letzte Stelle wäre dann irgendwie schon egal. Die kann ich jetzt irgendwie dann auch wieder wegskippen. Die bräuchte ich dann nicht mehr. Ist übrigens sehr spannend, ob man sagt,
ob man zum Beispiel nach Exponenten angleiche nach den Schritten, ob man da schon rundet auf die entsprechende Anzahl Nachkommastellen oder ob man das erst nach dem Schritt Matissen addieren macht. Mal schauen, manchmal haben wir uns das auch noch mal in Übungsaufgaben angeguckt. Wenn nicht, dann kann ich aber zumindest so viel spoilern, dass es halt eben unterschiedliche Ergebnisse geben kann, je nachdem, wo man anfängt zu runden und mit welchen Zahlen man arbeitet. Es ist vom Schritt her aber vollkommen okay, wenn ihr quasi sagt, hier einmal Exponenten angleichen, Komma verschieben, dann die Mantissen addieren und dann eben gucken, wie viel brauche ich dann für die Angabe des Ergebnisses. Genau, das ist nämlich dann der dritte Schritt. Die Angabe des Ergebnisses. Was würde ich denn hier jetzt schreiben? Ich habe meine Rechnung durchgeführt. Was müsste am Ende kommen? Dann kommen auch noch gute Fragen. Da gucken wir gleich noch mal drauf. Okay, genau, wir haben hier das Vorzeichenbit, dann haben wir den Exponenten, Achtung, das ist dann halt der, auf den wir angeglichen hatten, und dann geben wir an, was wir als erste 4 Bit von der Matisse haben. So, ich habe hier noch eine Zeile leer gelassen, weil es, das ist auch schon richtig gesagt, eventuell noch einen Schritt 2a gibt, den ich nenne ihn jedenfalls 2a. Und zwar kann es nämlich sein, dass wir hier normalisieren müssten. Wann müssten wir normalisieren? Naja, dann, wenn wir nicht 1, irgendwas hätten, sondern irgendwie entweder mehr Zahlen vorm Komma oder 0, irgendwas und die erste 1 erst relativ weit rechts vom Komma oder überhaupt erst rechts vom Komma. Aber hier entfällt die Normalisierung, weil wir das eben schon hatten. Gut, dann war noch eine andere Frage. Und zwar kann es natürlich auch sein, dass wir natürlich schon eine positive Zahl haben. Positive Zahl, sorry. Dass wir eine negative Zahl haben, die dann damit dabei ist. Wie gehen wir denn damit um, wenn eine negative Zahl in der Addition dabei ist? Was können wir machen, wenn wir eine negative Dualzahl haben? Haben da so ein paar Sachen durchgesprochen. Es gibt da so Möglichkeiten, mit negativen Zahlen umzugehen. Genau, wir können mit einem Komplement addieren. Genau, das wäre dann nämlich das, was wir machen können. Wir können das mit dem Komplement addieren. Dann müsst ihr wieder worauf achten. Ja, ihr müsst gucken, ob wir ganz vorne, ob wir diesen Überlauf da haben oder diesen Übertrag ganz an der vordersten Stelle, um daraus dann zu entscheiden, ist die Zahl dann jetzt schon, steht die als positiv im Endeffekt, oder ist das eine Zahl, die quasi eine negative Zahl ist, wo wir nochmal Zweierkomplement bilden müssen, um dann zu wissen, wie die Zahl dann heißt im Dezimalsystem und gleichzeitig dann aber auch negativ ist, beziehungsweise auch, dass wir überhaupt wissen, wie die Zahl dann im Dualsystem in positiver Form aussieht. Genau, also wenn wir die Addition machen und wir haben eine negative Zahl dabei, dann eben gucken. Dann machen wir die Addition mit dem Komplement, so wie wir das vorhin auch schon bei 4, 1 uns angeguckt hatten. Gut, dann
Gucken wir uns mal an. Das zweite, was wir hätten, ist auch noch mal eine Subtraktion. Wenn wir eine Subtraktion uns anschauen, dann klar können wir das Ganze umwandeln in eine Rechnung mit Komplement. Wie gesagt, das wäre dann halt für eine negative Zahl in A sinnvoll, damit ihr dann auch eine Addition habt. Wir können uns aber auch mal anschauen, wie würde es denn aussehen, wenn wir eine echte Subtraktion machen. Ich kann nicht genau sagen, was für die Hausaufgabe in Teil B erwartet wird, weil an sich korrekt wäre hier auch eine, wäre hier auch entsprechend dann anpassen des Ganzen. Aber wir machen das mal, wie gesagt, wenn wir das sauber einmal abziehen. Also, wir haben an sich zwei positive Zahlen und wir ziehen B ab von A. Was würdet ihr wohl machen, wenn wir eine Zahl von einer anderen abziehen wollen? Könnte es sein, dass es vielleicht Ähnlichkeiten gibt zu dem, was wir eben schon gemacht haben? Okay, das vorige Blatt zeigen. Na gut, okay. Manchmal darf man Copy-Paste machen. Ja, auch hier gilt Exponenten angleichen. Das ist das Erste, was wir machen wollen, wenn wir eine Subtraktion direkt durchführen möchten. Und ja, wenn wir jetzt hier Matrizen addiert haben, dann werden wir wahrscheinlich Matrizen subtrahieren. Merkt euch das mal. Wir gehen mal wieder auf das andere Blatt zurück. Wenn ich das wiederfinde. Das da. Also, Exponenten angleichen. Ach, wisst ihr, wenn ihr auf das vorige Blatt zurückgehen könnt, dann kann ich das auch. Dann kann ich nämlich einfach kopieren. So. Exponent angeglichen. Und wir subtrahieren unsere Mantissen. Wir haben die Mantisse 1,0100. Wir ziehen davon ab die 0,1000. Kriegen als Ergebnis raus die 0,1100. Und was müssten wir jetzt als nächstes tun? Jetzt gehe ich nicht auf das nächste vorige Blatt. Jetzt müsst ihr aber noch mal überlegen, was wäre jetzt das nächste? Ich habe die Exponenten angeglichen, ich habe Mantissen subtrahiert und ich gucke mir das so schief an. Und was müsste ich jetzt wohl als nächstes tun, um meine Subtraktion und das Ganze hier weiter zu vervollständigen? Genau, normalisieren. Hier muss ich es tatsächlich, weil ich habe keine 1 vom Komma, sondern ich habe eine 0 vom Komma und meine einzige von, nee, die vom Komma, die Stelle vom Komma soll von 0 verschieden sein und keine weiteren Stellen links davon soll irgendwie was größer als 0 sein. Und ja, dann Normalisierung. 1,1 0, 0 mal 2 hoch lautet jetzt mein Exponent. Okay, das ist jetzt sehr spannend. Ich lese jetzt hier einmal 1, ich lese einmal minus 1. Heißt das jetzt, das ist jetzt in welche Richtung der Exponent sich ändert oder was machen wir damit?
Oder ist mein Exponent jetzt 1? Was meint ihr mit minus 1? Ihr habt euch auf minus 1 geeinigt. Okay. Was ist das minus 1? Okay, genau, der Exponent wird um einen kleiner. Das war das, worauf wir eigentlich raus wollten. Wir haben das Komma noch um einen nach rechts verschoben. Das heißt, die Zahl, die wir als, die wir hier vorne stehen haben, ist irgendwie größer geworden, damit das Ergebnis immer noch den gleichen Wert behält. Oder die Zahl den gleichen Wert behält, muss also unser Exponent kleiner werden. Ne? Wenn es vorne größer wird, dann muss es hinten kleiner werden. Und umgekehrt, wenn es vorne kleiner wird, dann muss es hinten größer werden. Das heißt, unser Exponent wird um einen verringert und weil wir das Komma um eine Stelle verschoben haben, kommen auf 1000010. Das Ganze angeben in IEEE 754. Genau, unsere Mantisse ist jetzt hier, fängt mit 1,0 an. Und dementsprechend ist 1,0,0,0 unsere Mantisse. So, jetzt könnt ihr natürlich auch hier überlegen, okay, das ist mit positiven Zahlen. Wie ist das jetzt wieder mit negativen? Da habt ihr jetzt nun einmal die Möglichkeit eben zu gucken, ihr könnt eben mit Komplementen rechnen, damit ihr das Negative rauskriegt. Ihr könnt gegebenenfalls euch zu Hause auch noch einmal natürlich überlegen, wie kann man auch mit Vorzeichen umgehen. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Also der sichereste Weg ist natürlich eben zu sagen, gut, wenn ich dann eine negative Zahl subtrahieren soll, dann addiere ich mit dem Komplement. Gegebenenfalls müsst ihr dann aber eben gucken, dass ihr ein paar Mal mehr Komplementbildung machen müsstet. Dann gucken wir uns noch einmal, wie hatte ich gesagt, das dritte an ist die Multiplikation. Unsere beiden allseits beliebten Zahlen a und b, in dem Fall multiplizieren. Okay, vielleicht noch eine Frage zwischendrin. Was sollte man tun, wenn die Exponenten sehr unterschiedlich groß sind? Eigentlich, ja. Zumindest für Hausaufgaben sollte es eigentlich nicht vorkommen, dass die Exponenten sehr unterschiedlich groß sind. Da sind sie meistens richtig beieinander, dass man das immer noch bearbeiten kann. An sich gilt auch hier trotzdem zum größeren Exponenten das Ganze hochzurechnen. Tatsächlich ist es, ich muss mal gucken, dass ich wieder zurückgehe. Die Folie war das. Oder hatte ich das auf der davor? Noch nicht so wirklich. Tatsächlich ist halt das Problem, wenn wir hier beim Exponenten angleichen, das Komma sehr weit schieben müssen. Ja, also wenn wir das Komma jetzt haben wir irgendwie. Ach Gott, ja. Meine Mantisse ist zu klein für das Beispiel, es tut mir leid. Wenn ich jetzt eine größere Mantisse hätte, die zum Beispiel so aussieht.
Dann, dass ich hier erst eine 1 habe und an der anderen Stelle vielleicht so eine Mantisse und der Rest sind ja alles Nullen nach rechts. Dann hätten wir ja genau. Nee, warte, du hast gerade über Exponenten gesprochen, ne? Egal, dann mache ich das erstmal über Mantissen. Also Mantissen müssen wir hier bei der Normalisierung gucken. Auch da schieben wir das Komma hin und her. Und da kann es halt sein, wenn halt der Unterschied hier doch relativ viele Stellen betrifft, dass, naja, dass wenn wir irgendwo runden, dass wir dann zu größeren Rundungsfehlern kommen. Wenn wir tatsächlich so ein Beispiel wie hier oben hätten, dass wir sehr weit schieben und und auch vielleicht im Ergebnis nachher unsere 1 dann sehr weit rechts ist, dann kann es halt sein, dass wir einfach Informationen verlieren, weil wir das abschneiden müssen, weil unsere Mantisse irgendwie viel kürzer ist. Und das Gleiche gilt auch für den, im Endeffekt gilt das Gleiche natürlich auch für den Exponenten. Wenn wir jetzt hier, da haben wir nicht die Normalisierung, sondern da haben wir einfach nur unterschiedlich großen Exponenten. Aber auch hier wäre das dann ja, ich kann ja so einen Exponenten haben, der so aussieht, mit vielleicht einfach nur 1 der Wert. Schon ein sehr krasses Beispiel. Und irgendwie hier so einen relativ hohen Wert für einen Exponenten. Und müsste dann die erste Zahl, die Zahl a wäre das dann, den Exponenten so weit erhöhen, bis ich den genauso wie hier habe. Und dann habe ich halt das im Endeffekt den ähnlichen Effekt wie eben mit meinen beiden Mantissen, dass ich bei der einen Mantisse irgendwie vorne meine 1 habe und bei der anderen Mantisse irgendwo ganz weit hinten. Und dann passiert es beim Runden eigentlich, dass ich mir dann Werte da wegschneide. Das ist also tatsächlich, das ist dann auch so eine Gefahr, wenn man halt, wenn es dann weiter auseinander geht und man dann irgendwie aber nicht mehr alle Werte in der Berechnung mitnutzen kann. Sollte aber für die Hausaufgabe bei euch, wie gesagt, jetzt nicht stören, weil halt also auch für Übungsaufgaben oder selbst wenn es als Klausur dran käme, diese Rechnung, die Exponenten halbwegs immer in der gleichen Gegend sind. So, und jetzt nochmal die Frage mit negativen Summand. Genau, das war das, was wir gesagt hatten. Wenn wir eine negative Zahl haben, dann würdest du das Komplement addieren eigentlich. Muss dann halt eben schauen, ob du hier wieder zurück, ob du hier vorne, ne, ob du hier vorne so deine 1 hast und deine Zahl so nehmen darfst, wie sie ist, oder ob dir da was fehlt. Ich habe gerade die Dualzahl, ne, ob ich die 1 habe und die Zahl so nehmen darf, oder ob ich das nicht habe und deswegen das nochmal umwandeln muss. Ne, das müsstest du ja dann aufpassen. So. Jetzt einmal ganz weit zurück. Da, nein, das wollen wir nicht machen. Das lassen wir heute weg. Da wollten wir hin. Multiplikation. Wir haben zwei Gleitkommazahlen und wir multiplizieren sie. Was muss ich hier machen? Hier kann ich wieder in mehreren Schritten vorgehen. Okay, das ist eine gute Frage. Muss ich auch hier die Exponenten angleichen? Korrekte Antwort ist nein, muss ich nicht. Bei der Multiplikation darf ich das tatsächlich mal sein lassen. Da wird anders mit den Exponenten umgegangen. Und insofern, genau, hier addiere ich nämlich dann nur die Exponenten. Das machen wir später. Ich würde erstmal zwei, drei andere Sachen machen. Erstmal die einfacheren Dinge. Exponent, da müssen wir nämlich ein bisschen genauer uns das angucken. Die Mantissen multiplizieren, das ist ein guter Punkt, genau. Und vielleicht noch einen Schritt davor.
Also, Mantissen multiplizieren, Exponenten addieren. Was fehlt noch? Was müssen wir noch berücksichtigen, uns noch anschauen? Das Vorzeichen, richtig. Genau. Wir müssen klären, was ist das Vorzeichen bei dem Ganzen hier? So, und bei der Multiplikation ist das so ein bisschen, wie man das aus, ja, aus normalen Multiplikationen kennt. Wir können plus mal plus haben. Positiv mal positiv ergibt positiv. Wir können haben positiv mal negativ oder auch negativ, negativ mal positiv. Das Ganze ergibt negativ. Und die dritte Variante ist negativ mal negativ ergibt positiv. Okay, der Vorschlag im Chat. Mit XOR das Ganze zu machen. Ja, kann man sich vielleicht auch irgendwie machen. Ich finde es am einfachsten, sich zu überlegen. Eigentlich ist nur wichtig, wenn ich, wenn eins von beiden negativ ist, genau, dann ist es negativ und ansonsten ist es eigentlich positiv. Ne, dadurch, dass halt Minus mal Minus ergibt Plus. Davor ist. So, das heißt für unser Beispiel hier gerade jetzt natürlich, das Vorzeichen ist positiv mal positiv gleich positiv. In der Hausaufgabe habt ihr natürlich auch ein negatives Vorzeichen. Dann solltet ihr jetzt wissen, was ihr bei der Hausaufgabe im negativen Vorzeichen eintragt. So, dann zweiter Schritt, Mantissen multiplizieren. Wir haben die kurze Mantisse 1,01. Ich lasse mal die ganzen Nachkommastellen hier weg. Mal 1, ja, ist eigentlich nur mal 1. Also, wenn ich das Komma weglasse, eigentlich ist es ja auch mal 1,0. Und im Endeffekt ist es dann 1,01. Oder wenn ich dann alles mitschreibe, 1,0100 mal 1, immer die 0 gleich 1,01. 0, 0. Zur Multiplikation von Dualzahlen erinnert ihr euch vielleicht noch, dass wir das schon mal gemacht haben. Wenn das mehr wäre, dann müsste man es halt gestuft untereinander schreiben und dann das Ganze zusammen addieren. Hier haben wir netterweise jetzt nicht so viel. Da geht das Ganze. Gucke gerade, eine Sache wäre dann noch spannend. Wie ist das mit Nachkommastellen? Wenn wir also viele Nachkommastellen haben, die wir in der Berechnung haben, wie sieht das dann aus mit den Kommastellen im Ergebnis? Also, wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen folgende Rechnung. Immer noch so klein. Wir nehmen mal die Zahl 1011,01 mal 100,1. Das würde dann hier diesen großen Baum ergeben, dass ich anfange, alles schreiben, runterzuschreiben. Dann habe ich hier meine Übertragszeile. Und dann habe ich irgendwie mein Ergebnis ganz unten am Ende. Und ich stelle mir die Frage, wo kommt das Komma hin? Wer kann mir sagen, wo mein Komma hin müsste in dem Fall? Vorzeichen addieren ist jetzt gerade aber irgendwo falsch.
Nachkommastellen addieren. Okay, ja, gut, passiert den Besten. Also genau, wir würden dann hier, wenn wir so mit Kommastellen arbeiten, dann würden wir Nachkommastellen addieren. Wir haben zwei Nachkommastellen und eine Nachkommastelle sind drei insgesamt. Und das heißt, dass wir vor 1,01 das Komma setzen müssen. Ja, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, wie das in der Hausaufgabe aussieht, ob das da irgendwie vorkommt und relevant ist. Wenn, dann ist es so, wenn wir Nachkommastellen haben, dann addieren wir die und setzen entsprechend das Komma. Dann zurück zu. Zurück zu dem, wo wir waren. Wir waren dabei, dass wir gesagt haben, wir haben Vorzeichen geklärt, wir haben die Mantissen multipliziert und wir wollten jetzt noch genau, gucken, wie sieht das aus. Ah ja, Mantissen multiplizieren. Moment, bevor wir zum Exponenten gehen. Immer dran denken, Normalisierung vielleicht nötig. In dem Fall hier egal. Weil 1,0100 rauskommt. Aber immer dran denken, das könnte sein, dass eine nötig wäre. Und dann addieren wir die Exponenten. Gut, unser Exponent ist 1,0000011 plus 1,0000010. Wenn wir das addieren, ja, nochmal so ein bisschen eine kleine Übung von hinten. 1 plus 0 ist 1. 1 plus 1 ist 0 mit Übertrag 1. Der kommt. Ja, sorry. Da irgendwas hier. Irgendeine Fliege. 1 plus 1 ist 0 mit Übertrag 1, genau. 0 plus 0 plus den Übertrag, den haben wir hier die 1. 0 plus 0 ergibt 0. 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 Und vorne haben wir 0 und den Übertrag von 1. Ich habe schon wieder zu viel Tabs benutzt. So, das ist unser Ergebnis an dem Ganzen. Was fangen wir damit jetzt an? Jetzt haben wir die Exponenten addiert. Irgendwie ist die Zahl. Wir sehen davon, dass ich sie falsch unterteilt habe. Irgendwie ist die Zahl ein bisschen groß. Was fange ich damit jetzt an? Nee, habt ihr eine Idee? Ich habe unsere beiden Exponenten addiert. Jetzt irgendwie zu sagen, also weiß ich nicht, 101 ist ja irgendwie auch nicht der richtige Exponent. Das haut ja auch nicht so hin, denn wenn ich so die Zahlen hatte. Weil das war ja 1 mal irgendwas mal 2 hoch 4. 1,01 mal 2 hoch 4, dann ist es ja doch schon ein gewisser Wert. Wenn ich das jetzt eintrage und das in Exzess 127er ist und dann wieder rausnehme, dann habe ich einen ganz schön negativen Exponenten und eine ganz schön kleine Zahl. Also mit irgendwie wie vorhin 1 abcutten und so, das funktioniert nicht. Sieht einer von euch, was das Problem hier ist, was ich noch berücksichtigen muss, wenn ich jetzt die Exponenten addiere? Die 127. Was heißt die 127? Okay, genau. Also von diesen ganzen Vorschlägen, der richtige Punkt ist, die 127 ist zweimal drin. Weil ich ja in meinem ersten Exponenten die 127 drin habe und ich habe in meinem zweiten Exponenten die 127 drin. Das heißt, wenn ich jetzt meine beiden Exponenten addiere, dann habe ich hier zwar schön meine Exponenten genommen, aber ich habe hier zweimal 127 drin. So ein Mist aber auch.
Das heißt, ich muss einmal 127 abziehen. Ne, weil wir hier eben in einer Exzess-Darstellung sind. Und sonst habe ich es halt zweimal drin. Mal gucken vom Platz, vielleicht kriegen wir es gerade noch hin. Ich muss mal ein bisschen kleiner. Gut, ich will 127 abziehen. Das Schöne ist, ich kann ja auch, ne, 127. Ist ja folgender Wert. 0 mit ganz vielen Einsen. Das Schöne ist, ich kann ja auch dort ganze bloß dem Zweierkomplement machen. Invertiere das alles einmal. Einer Komplement plus 1 auf der letzten Stelle, Zweier Komplement. Oh, sieht schon viel netter aus, die Rechnung. Dann darf ich nämlich plus machen. Und dann. Rechne ich das mal ganz kurz zusammen. Dann sollte das da rauskommen. 1, 1, 5, 0, 1, 1, 0. Jetzt weiß ich definitiv sicher, dass ich abgezogen habe, meine 127. Und wir erinnern uns wieder, jetzt habe ich ja auch hier meine Rechnung gemacht mit Minus, also Minus abgezogen. Stattdessen mit Plus addiert. Jetzt kommt dann wieder dann zu tragen, dass ich auch das hier vorne mit abschneiden darf. Und hier hinten ist mein Restexponent. Wer das nachvollziehen möchte, nochmal zur Übung, kann natürlich das Ganze in Dual, nee, nicht in Dual, in Dezimal, das Ganze nochmal sich alles umrechnen und gegenprüfen und gegengucken und sehen, dass das gleiche Ergebnis rauskommt. Jedenfalls sollte das so sein. Dann kann ich als letztes das in IEEE 754 Darstellung schreiben. Mein Exponent, in dem Fall 0. Mein Vorzeichen, in dem Fall 0, mein Exponent, wie ich ihn eben ausgerechnet habe. Und meine Mantisse. Und dann habe ich auch die Multiplikation fertig. Gut, genau. Also deswegen hier, ne, für die Hausaufgabe aufpassen, wie ist das mit dem Vorzeichen? Und dann eben dran denken, dass wir hier, wenn wir beim Exponenten addieren, dass wir zweimal die 127 addieren und deswegen einmal wieder abziehen. Beziehungsweise mit dem Komplement das addieren. Gut, dann gucken wir uns als letztes noch einmal kurz an, was wir in 4.5 vorliegen haben als Hausaufgabe. Da müssen wir so ein bisschen jetzt mal so drauf gucken, da können wir jetzt nicht so viel rechnen. Und zwar geht es um Unsigned-Operationen. Es wurde schon gesagt, dass für das meiste sollen wir gar nicht so gucken. Also wir haben irgendwie unsigned. Unsigned heißt, unsigned kein Vorzeichen. Ne? Das heißt, wir haben alles Zahlen, die ohne explizite Vorzeichenkodierung da stehen. Das heißt aber auch, was heißt das eigentlich für große Zahlen? Also nee, nicht große, für kleine Zahlen. Was heißt das für negative Zahlen? Haben wir da negative? Was haben wir da überhaupt? Genau, bei Anzeigen haben wir ab der Hälfte negative Zahlen. Da müssen wir ein bisschen gucken. Was passiert denn dann, wenn wir dann nämlich rechnen? Darum geht es hier in dem Ganzen. Wir haben da eine Funktion, die Länge von zwei Zeichenketten vergleicht. Wir haben eine Zeichenkette S und wir haben eine Zeichenkette T. Und wenn die Zeichenkette S, ja, wenn S länger ist als T, dann soll die Funktion den Wert 1 zurückgeben.
Also nochmal irgendwie hier so ganz grob die Funktion. Ich lasse mal den ganzen Kleinkram hier weg. Im Endeffekt die Zeile, die das einmal vorlegen soll. String Length von S minus String Length von T. Größer 0 soll die zurückgeben. Also wenn S größer, S minus T einen Wert ergibt, der größer 0 ist, dann soll true, also soll 1 soll true zurückgegeben werden. Im Endeffekt gibt es dann Boolean-Wert zurück. Wobei der Boolean als Integer zurückgegeben wird. Okay, ja. Egal. Also es wird 1 zurückgegeben. Vergiss, was ich mit Boolean gesagt habe. So, jetzt können wir uns ja überlegen, es gibt ja verschiedene, ne, wenn wir sowas haben, so eine Aufgabe, auch da immer wieder überlegen, was bedeutet eigentlich das, weil wir sollen ja sagen, in der Hausaufgabe, in welchen Fällen liefert die Funktion ein falsches Ergebnis. Und dann müsste man sich halt überlegen, welche verschiedenen Fälle gibt es denn eigentlich? Was könnt ihr euch anschauen? Welche Fälle fallen euch denn ein hier, mit denen ihr euch beschäftigen könnt? Es geht um einen Vergleich zwischen zwei Strings. Und aus dem Vergleich soll dann eine Schlussfolgerung gezogen werden. Welche Fälle könnt ihr euch dann anschauen? Okay, genau. Also S ist länger als T. Dann können wir den Fall haben, T ist länger als S. Und wir können beide gleich lang haben. Okay, genau. Das könnt ihr eben gucken. Und da solltet ihr halt eben dann auch schauen, macht das einen Unterschied, ob das ein großer Unterschied ist, also ob der eine deutlich, deutlich länger ist. Weil das kann ja sein, dass manches nur vorkommt, wenn das so ein bisschen länger, also nein, dass es nicht vorkommt, wenn es ein bisschen länger ist, aber vielleicht vorkommt, wenn es deutlich, deutlich länger ist. Und die Aufgabe sagt ja schon, es gibt halt eine Möglichkeit, dass es zum falschen Ergebnis kommt. Wir hatten jetzt eben schon gesagt, dass wir halt da das haben. Ab unsigned geht es irgendwie in negative Zahlen. Deswegen schreibe ich hier auch nicht so viel weiter an der Stelle, weil wir schon sehr weit sind. Das heißt, ihr müsstet im Endeffekt gucken, wann ergibt diese Funktion nicht den richtigen Wert zurück, sondern glaubt, dass sie das Richtige zurückgibt, interpretiert es aber falsch, weil wir in den negativen Zahlen gelandet sind. Oder halt in einem falschen Zahlenbereich gelandet sind. Das ist das, worum es hier in dieser Aufgabe geht. Und wenn es dann heißt, verbessern Sie den Code, und dann geht es auch da nur darum, dann halt eben eine kleine, dann eben zu überlegen, wie kann man das abfangen, wie kann man dafür sorgen, dass das eben nicht vorkommt. Ich weiß nicht, wie sauber codemäßig das geschrieben sein muss, dass das als sauberer Code dann kommt für die Zusatzpunkte, die optionalen. Kann mir vorstellen, dass es zumindest Teilpunkte gibt, wenn man das auch nur beschreibt, wie das Ganze dann, wie man das abfangen kann. Aber das hängt dann von den Übungsgruppenleiter ab. Das weiß ich nicht, weil ich zumindest heute noch nicht die Musterlösung vorgesehen habe. Also insofern, ja, dann kann sein, dass dann nochmal der Code erwartet wird. Das kann ich aber nicht sagen. Es sind ja auch nur optionale Zusatzpunkte. Für die normalen Punkte aus 4, 5, wie gesagt, geht die Fälle durch, überlegt, wann kommen wir da halt eben zu einem falschen Ergebnis und nicht zu dem, was man eigentlich erwartet. Und ne, denkt daran, was signed eigentlich bedeutet. Für die Zahlenbereiche, die wir da haben. Okay, dann, ich glaube, das war's. 4, 6 gibt es heute nicht. Reicht ja auch mit 5 Aufgaben. Dann habt ihr wahrscheinlich schon mehr als genug zu tun. Wir sind durch mit dem Blatt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Viel Erfolg bei den Übungsaufgaben. Und ja, man sieht sich dann vielleicht nächste Woche oder wann anders.